se, was die Maler noch kriegt, sag ich, die Buben. Eine Kleinigkeit, bin ich wieder unterwegs. Wie ich es an den Büdern vorher gesehen habe, ich bin wieder mal auf meinen Stahlbruch. Es wisst ja, man soll nicht weiß gut, wo ich hingehe. Und da mein Hausberg sowieso gleich hinter mein Haus ist. Ausgangssperre in dem Sinn, haben wir ja keinen Walddürfer nach wie vor gehen. Gut, das Wetter war bis jetzt komplett es hat geregnet quasi. Hat jetzt zum Glück ein bisschen nachlassen, sogar aufgehört. Denke ich mir, packe ich mich zusammen und gehe. Es ist in der Zwischenzeit 16:30. Eine Kleinigkeit nur entspannen, relaxen, anschalten. Ja, wisst ihr. Diesmal kein Dschungel, diesmal vom Hausberg. Haben wir aber mein Tab aufgespannt, dass wir es ein bisschen gemütlich haben. Ihr habt es gesehen, ich habe mir ein bisschen Holz hergerichtet. Ich will mir ein kleines Lagerfeuer machen. Und da kommt heute wieder mal mein Pico-Grill zum Einsatz. Und machen wir es ein bisschen gemütlich. Gegessen habe ich schon daheim zum Mittag. Dafür gibt es heute nur ein Käfchen. Aber das reicht ja. Ja, ich habe da mein Löschstücken heute wieder dabei. Die kommt drunter im Einsatz. Und dann drüber quasi mein Pico-Grill. Dass da nichts passieren kann, weil wir machen da sowieso noch ein bisschen alles weg. Weil die Hitze wieder trotzdem durchgeht. Es ist ja nur quasi ein Löschstecken ist ja zum Feuer der Stecken, aber es ist einmal besser wie gar nichts. Ja. Jetzt hat es natürlich wieder aufgehört zum Regen, ist eh klar, so wie es halt immer ist. Muss ja so sein. Und ja, ich nehme mal wieder mein Zunderfuchsel, was ich da ein bisschen gebimpt habe. Video davon habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, wenn nicht. Ich verlinke euch das da oben. Und ja, mal das Ganze mal entzünden. Ja, ich hoffe, ich habe ein bisschen was Trockenes gefunden. Und schauen wir mal, ob es ein Feuerl wird oder nicht. Wenn nicht, ich habe meinen Gasbrenner sowieso auch mit. Aber so, dann tun wir lieber schief. So, in der Ruhe liegt die Kraft. Lassen wir den einmal gemütlich anbrennen. Ja, wir haben so 4-5 Grad, also es ist nicht wirklich warm. Ich glaube, man kann es eh sehen. Aber da ist ein bisschen windgeschützter und natürlich mit dem Tab sowieso babyfein. Ja, schaut nicht schlecht aus. Brennt jetzt wieder. Prost einmal. Wahrscheinlich habe ich wieder mal viel zu viel Holz dabei, aber macht ja nichts, lassen wir brennen. Schönes Ambiente, ne? Ja, gibt es heute wieder so einen Filterkaffee. Ja, manche haben schon geschrieben, der Mauro zum Beispiel, wo ist die Bialetti? Servus Mauro. Ah.
wollte es einmal bei seinem Kanal vorbeischauen. Er macht eigentlich super tolle Tourenvideos. Gefällt mir immer wieder bei ihm. Und Freunde, wisst ihr was, schaut einfach einmal bei ihm vorbei. Ich verlinke euch den Kanal da herum. Macht super Touren, also bombige Aufnahmen gibt es gar nichts. Bin immer wieder begeistert. Man soll es nicht glauben, mir ist sogar eine Person begegnet am Berg raufgehen. Eine Frau ist unterwegs gewesen, spazieren. Kurz einmal plaudert, 2 Meter Distanz ist eh klar. Der fällt natürlich daheim auch schon die Decken am Schädel, der ist schon die ganze Woche daheim. Über das Glück, dass ich arbeiten gehe, kann, muss, ja, bei uns geht es nicht anders. Und wir sind aber jetzt ziemlich safe drin, also da wird schon geschaut, dass nicht viel passiert. Kein unmittelbarer Kontakt, das haut schon toll hin. So, na, der gibt Spur. Der gibt schon Gas. Herrlich. Ein bisschen steht das nicht kocht. Nein, Pico Grill gibt Stoff ohne Ende. Gänge. Nächstes eine Melodie, ha? Wahnsinn. Ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, da war ich jetzt schon urlang nicht mehr herum auf mein Hausbergerl. Ist mir jetzt schon richtig angegangen. Feuerstelle ist immer noch da. So ist ausgebaut, keine Ahnung. Man, Baum schauen halbwegs okay aus, ist nicht weiß gut, was angerissen. Da hinten sind ein paar Tode, die wir abgebrochen haben, da haben wir auch was geholt. Und ja, schön ist wieder da. Home sweet home. So, da, ein bisschen was noch. Ja, Freunde, ihr wisst, mein erster Gruß geht wieder in Krankensaison. Ich hoffe, es habt nichts Schlimmes. Der zweite Gruß natürlich allen gesunden und passen wir ja alle auf. Halt den Abstand ein und alles. Das ist alles kein Spaß, nicht? Prost, Freunde. Ja, wie es der Teufel wollen hat, das Tapo wieder aufgebaut, gerade dass es nass geworden ist. Und seitdem ist es trocken wieder. Ja, ist halt so. Passt. Ist nass. Passt. Ja, Freunde, ich werde jetzt ein bisschen Kamera dran. Ich werde es jetzt einmal ein bisschen ganz allein für mich genießen. Ich hoffe, es seid mir nicht besser, weil ihr wisst, wie das ist. Ein bisschen was muss man komplett ausschalten, dass nicht die Kamera rennt. Ein paar Minuten gehören jetzt mir. Ich bin gleich wieder da, wäre ich. Ja, haben wir es eine Zeit lang gut gelassen. Jawohl. Käfchen ist alle. Mein Topf war auch gerade putzen. Der Winter schönes Moos gefunden. Da geht das super damit. Dann Taschentücher da, ja. Das wisst ihr, ich will das nicht so dreckig. Das ist nicht meins. Ja, der ist jetzt auch schon langsam am Ausbrennen. Da liegt jetzt nichts mehr nach. Ja, in der Zwischenzeit haben wir jetzt 17:45 vorbei. Und ja. Um 6 Uhr wird es finster. Ich habe zwei Lampen dabei, aber es
dauert eh noch eine Zeit lang, bis das Feuer los ist. Da haben wir da alles putzt. Ja, so wie es sich gehört. Oh, jetzt ist auch genug überblieben. Ja, meine ganzen Videos habe ich ja alle jetzt schon verblasen. Die, was ich da ein bisschen vorproduziert gehabt habe, dass ihr es wirklich jeden Tag eins habt. Das heißt, das am Sonntag war das letzte. Das weiß ich jetzt noch nicht, wann das hochgeladen wird. Na, schauen wir mal. Ja gut, Freunde, braucht es mir jetzt eh nicht zuschauen. Ich packe da jetzt einmal zusammen und beim Abbauen seid ihr wieder dabei. So, den werde ich da vorne noch reinlernen und noch anlöschen. Lassen wir da rein. Da ist eh nass. Passieren jetzt. Ja, das ist jetzt dieser Pico Grill 85, weil er 85 Gramm hat, ist wirklich ein ganz dünnes Blech. Der Nachteil ist natürlich, der hat unten kein Schutzblech quasi für den Boden, aber dafür habe ich auch meine Löschdecken. Und ich habe den jetzt schon recht oft im Einsatz gehabt. Ich habe eigentlich geglaubt, der wird nicht weiß gut was halten, weil es ja ein dünnes Blech ist, aber Topfhalter und da durch. Somit halt er auch. Und so ein Backmaß. Auf das kommt nichts anderes hin. Ja. Dann kommt mein Deckel noch drüber. Das habe ich dann immer dabei quasi. Und eine in mein Sackerl. Und das ist also, hauchdünn, Pico Grill 85. Es gibt dann einen größeren, 279, glaube ich, heißt der. Aber ich habe es gesehen. Ich schätze mal, der hat in etwa die Größe. Ich sage einmal, so wie die LF, Bushbox LF, war nicht vielleicht nur sogar einmal Spur größer, aber ja, da will ich nicht streiten drum. So. Ja, so weit, so klar. Und jetzt bauen wir das Ganze noch. Jetzt passt's. Ja. Dann legen wir noch einen Stein drüber. Oder zwei. Dann kann gar nichts mehr passieren. Passt. Ja, Freunde. Jetzt geht's wieder retour. Und mit ein paar Bilder vom Steinbruch. Werden wir jetzt schon langsam wieder die Heimreise angehen. Okay. Oh, da geht ein bisschen mehr Wind, aber das ist halt so. Könnt ihr euch noch erinnern an den Baum, den was ich da umgeschmissen habe. Video davon verlinke ich da oben. Der ist schon ganz schön zufallen. Da sieht man leider, wie trüb es ist, aber zum Glück regnet es nicht mehr. Ja,
und da kenne ich meinen Wegesrand. Die ersten Pfeilchen. Ja, Freunde, das war's einmal wieder. Meine Tour ist vorbei. Eine große Tour, weiß ich nicht, war eher eine Relaxing-Sache. Aber das ist ja auch okay so. Schönes Lagerfeil. Ich kann mich bei euch immer wieder bedanken fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Passt auf euch auf und servus die Malen und pfiat euch die Buben.